Klar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Wir haben die neue Experimente von 7 Days to Die Alpha 21 und wir beginnen ein neues Spiel. Von daher, lass uns einfach mal überraschen, was so auf uns zukommt. Und schauen wir mal. Wir beginnen natürlich erstmal mit der Anfangsquest. Ist soweit, ich weiß, gleich geblieben. Ihr seht, oben rechts ist nochmal für die, die das nicht kennen, eine detailliertere Zusammenstellung, was sich ihr machen sollt. Also erstmal Pflanzenphasen sammeln, Schlafsack bauen und diesen platzieren. Na. So. Nehmen wir noch wieder auf. Dann sammeln wir weiter Steine und Gras, damit wir eine Steinaxt fertigen können. Hier haben wir so eine kleine Hilfestellung vom Spiel, dass ihr die benötigten Ressourcen schneller findet. Hier haben wir noch ein paar Steine. Und wir fertigen eine Steinaxt. Dann kommt Pflanzenfaserhose und der Knüppel. Jawohl. So, dann brauchen wir Federn, damit wir gleich den nächsten Bogen bauen können. Da hinten scheint es wohl ein Nest zu geben. Dabei lassen wir uns aber zwischendurch das Auto nicht entgehen. Und was hier noch so rumkreucht und fleucht. So, wir können einen Bogen bauen und Steinpfeile. Machen wir doch glatt mal. Wundert euch nicht, ich habe hier die Beutemenge ein bisschen erhöht, weil erfahrungsgemäß hält die Experimente nie so lange an. Da gibt es immer wieder Updates, wie jetzt zuletzt auch. Also ich habe jetzt nochmal neu angefangen, weil ich dachte, ey, nach 2 Tagen brauche ich euch das hier nicht zu zeigen, um dann nochmal neu anzufangen. Also von da fange ich jetzt einfach neu an. Zeige euch ein bisschen das Spiel und damit wir möglichst viel sehen, habe ich jetzt einfach mal die Beutemenge auf 150% hochgesetzt. In der Hoffnung, dass wir viel neue Gegenstände sehen. So, dann bauen wir mal 20 davon. Den Bogen packen wir mit dahin. Das kann erstmal weg. Ein Knochenmesser bauen wir uns mal. Für Hühner, falls wir die sehen. Das ist der neue Gebietsschutzblock übrigens. Ich finde, der sieht richtig cool aus. Also nicht mehr nur so ein stinknormaler Betonklotz, sondern ich finde, da macht durchaus schon was her. Aber auch da hat sich nicht so viel geändert. Der benötigt nämlich nur 5 Steine. Also den könnt ihr gerade zu Beginn, weil ihr seht, unser Rucksack ist ja doch recht übersichtlich, einfach wegschmeißen. So, erfahrungsgemäß muss jetzt der mal platziert werden, aufgewertet werden und ein Lagerfeuer brauchen wir. Platzieren wir hier drauf. Zack. Und als nächstes sollen wir den Trader finden. Wo ist er dann? Ich hoffe nicht auf der anderen Seite des Sees. Nein, Glück nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf dem schnellsten Wege zum Trader und nehmen vielleicht einfach zwischendrin noch das eine oder andere mit, was uns hier noch so begegnet. Ein Buch zum Beispiel. Füßenbekleidung ist natürlich immer cool. Es macht deswegen Sinn, zum Trader zu gehen, weil da halt die Stadt ist und ja, wir ja auch vorankommen wollen mit Questen etc. Ich nehme jetzt hier nur den einen oder anderen Baumstumpf mit, weil erfahrungsgemäß man sich doch leichter mal eine Infektion hier von den Zombies einholt, als man denkt. Und dann
Oh, Huhn, meins. Brauch was zu futtern. Oh, ein Hase auch noch. Aber Hase nehme ich nicht, aber Huhn nehme ich. Bleib hier. So. Ich habe das mal mit dem Speer versucht, aber irgendwie trifft er nicht so gut. Weiß ich auch nicht. Also, Steinaxt geht immer noch am besten. Und Huhn ist deswegen gerade am Anfang recht gut, weil wir dadurch nämlich Federn kriegen, die wir nun mal für Pfeile auch noch brauchen. Also, Hopfensamen brauchen wir erstmal nicht. Von daher sind Hühner ganz gut am Anfang zum Jagen. Noch eine Neuerung. Wie ihr seht, haben wir hier ein Nest. Wir haben auch Inhalt drin. Wir looten das und das Nest verschwindet. Das ist neu. Also früher waren die Nester dann so geblieben, nur halt nicht mehr mit der Bezeichnung unberührt. Aber keine Angst, die spawnen auch wieder nach. Also ihr braucht jetzt nicht denken, oh mein Gott. Gerade wenn ich jetzt auf dem Server bin mit anderen Spielern, finde ich hier keine Nester mehr. Keine Angst, die kommen wieder. Eier werden aber mal ganz schön, muss ich mal sagen. Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung, fällt mir mal auf. Und kein Honig. Wo ist es denn? Oh, da. Naja gut, vielleicht sollte ich einfach mal in die Richtung latschen. Aber vielleicht finde ich ja was Cooles hier so nebenbei. Nein, immer noch kein Honig. Ganz toll. Behaltet auf jeden Fall auch eure Ausdauer immer im Blick. Könnte ja sein, dass hier wieder das nächste Huhn vorbeihuscht. Und schon kaputt. Immer noch nicht. Sag mal, haben die daran was gemacht? Diese Loot-Container hinsichtlich Taschen oder Müll, nenne ich es mal, die verschwinden auch. Sollen, meine ich, aber auch ähnlich wie die Nester wieder nachspawnen. Okay, kein Ei. Das ist aber hier echt suboptimal. Naja, immerhin mal zwei. Lauf, Forest, lauf. Ist aber auch diesmal echt Pech gehabt mit dem Platz. Also ein Kilometer schon ein ordentliches Stück, muss ich sagen. Das ist für den Anfang schon eine Menge. Okay, also ich glaube, Pfeile kann ich jetzt hier en masse bauen. Aber wenn ich jetzt noch Hühner oder Eier finden würde, wäre das irgendwie auch noch fantastisch. Oder Honig. Naja, Mensch, ein Ei. Die sind ja genügsam. Ah ja, ich weiß, was ich noch bauen wollte. Ein Speer. Um mir die Zombies so ein bisschen vom Leibe zu halten. Gerade am Anfang doch nicht das Verkehrteste. Komm. Wir müssen uns ja aber hier auch mal was vornehmen. Wir müssen ja irgendwie Punkte kriegen. Denn Speere sollen wohl generell überarbeitet worden sein. Also man kann jetzt ein Speer nicht mehr werfen, aber man kann einen Powerangriff mit Speeren machen. Ähnlich wie bei allen anderen Waffen halt auch. Also von daher kann sich jetzt der Einsatz oder der Kampf mit Speeren durchaus lohnen. Ich bleibe aber trotzdem bei meinen Knüppeln. Erfahrungsgemäß sind die schon recht stark. Nö. Keine Lust. Ist kein Tier, kein Huhn, nix. Eine Handtasche. Schick. Oh, eine Knarre. Yo. Läuft. Okay. Jetzt komme, wer wolle. Ich bin vorbereitet. Da ist mein Huhn. Du gehörst mir. Ey, hier geblieben. Geht doch. Ich habe nämlich Hunger. Und glaub mal, wenn ich hier einen Kochtopf und einen Grill gefunden habe, bist du hier mein erstes Essen. Perfekt. Da hinten ist das nächste Opfer. Vorher nehmen wir dich aber noch. Komm, genau, schön zu mir. Immer in meine Richtung. Du darfst auch gern zwischendurch stehen bleiben oder mir einfach entgegenkommen. Bleib stehen. Bleib stehen. Ha, das doch mal ordentlich. Perfekt. Boah, schon 30. Gut, dieses Samengedöns schmeißen wir mal hier weg. Wenn wir Glück haben, finden wir im Auto noch was Cooles. Naja, oder nicht ganz so cool. Oh, das war jetzt aber wirklich Glück. Normalerweise sind Hasen nicht so leicht zu kriegen.
Nehmen wir aber auch mit. Man sieht hier, LKWs neu und was richtig cool ist, diese Tankstelle. Also die werde ich mir gleich hier abspeichern. Die hat so viele coole Autos, die kann man alle looten. Naja, fast alle. Wenn man da nicht nur so ein paar nervige Zombies rumrum hat. Aber das macht doch mal echt Laune hier. Naja, vielleicht nicht alle looten, aber ziemlich viele. Und ich muss sagen, in Autos sind echt tolle Sachen drin. Außer jetzt gerade. Das ist der Vorführeffekt, Leute. Da hinten ist noch ein Zombie. Hoffentlich kommt jetzt keiner von hinten. Na, wo ist sie? Steinaxt, das kann weg, das kann weg. Hey, lass das Auto in Ruhe. Das kann man noch mal nehmen. Wofür schlechte Zeiten und so. Wenn ich irgendwann einen Schraubenschlüssel habe und einen Motor brauche. Geh kaputt. Hey. Boah. Coolomat. Also, wie ihr seht, dass diese Animation ist auch neu, dass man jetzt den Zombies neuerdings die Köpfe abschlagen kann und so. Nicht nur generell Köpfe, auch alle anderen möglichen Gliedmaßen. Ach, schade, kein Essen. Hier leider auch nicht. Hier ist auf jeden Fall eine Tasche. Boah, kann man verkaufen. Hier ist leider nichts. Wohnwagen. Hallo. Oh, cool. Also wie man sieht, die Kisten wurden auch nochmal neu gemacht. Nehmen wir mal mit. Also man merkt schon, dass ich den Loot-Wert hier nach oben geschraubt habe. Nebenbei versuche ich auf jeden Fall auch nochmal die Augen aufzuhalten nach einem Gebäude, wo wir unsere Sachen nachher abladen können, dass wir da eine Base bauen. Irgendwen habe ich gerade wach gemacht. Hallo, ich bin die Bora. Und du? Nett, deine Bekanntschaft zu machen. So, dann gehen wir mal weiter. Da hinten ist der Trader. Den versuchen wir mal halbwegs zielgerichtet in diese Richtung zu gehen. Boah, ich bin überladen und habe keine Ausdauer. Das ist bei mir ja andauernd ein Problem. Und ich finde das auch richtig doof, muss ich mal echt sagen, dass wir immer noch so einen kleinen Rucksack haben. Also ich bin dafür, dass die Rucksäcke erweitert werden. Und wenn es durch irgendein Pack ist oder so. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob das noch möglich ist perspektivisch, aber finde ich schon schade, weil es gibt so viele coole Sachen und ich kann die alle nicht mitnehmen, weil ich so einen kleinen Rucksack habe. Muss man aufpassen, hier ist ein Hund. Stimmt, hier war ein Verbrannter drin. Ich wusste, es war mir zu ruhig hier. Aber auch keine wirkliche Herausforderung. Auch mit 5 überladen. Alles machbar. So, gucken wir mal, ob wir hier noch Honig rauskriegen diesmal. Ha! Ein Honig. Immerhin. Vielleicht sollte ich jetzt eins abkriegen, habe ich eine Chance zu überleben. So, da lang. Wenn ich schon mal hier stehe. Vielleicht ist ja was Cooles drin. Oh, da hinten ist ein Grill, der zu ist. Oh. Echt jetzt? Habt ihr keine besseren Sachen da? Na guck. Nachts, wenn das Adrenalin fühlst du nie das Gewicht deiner Beute. Oh, ich bin nachts nicht überlastet. Wie cool ist das denn bitte? Das ist für mich also genau das Richtige, muss ich ja mal sagen. So, dann gucken wir mal, was hier noch so auf mich wartet. Oh, eine Schrotflinte. Ja, läuft, würde ich mal sagen, ne?
jetzt auch noch Munition habe. Für die Pistole habe ich schon mal keine. Na egal, kommt auch noch. Ob kurz oder lang. Der Trailer ist auf jeden Fall neu. Hallo. Und auch diesen Zombie haben die überarbeitet. Wie ihr seht, seht ihr am Ende da so einen leichten Wurmfortsatz. Also finde ich schon eine coole Sache. Ah. Wollte sich doch hier glatt jemand anschleichen. Aber nicht mit mir. Hey, geh mir vom Acker. Bin Ausdauer, Ausdauer. Nein. Glück gehabt. Oh, ein Huhn. Ich bin überlastet. Das macht keinen Sinn. So, wir gucken erstmal, dass wir Zeug loswerden. Was auch neu ist, es gibt jetzt hier so kleine Seiteneingänge. Ich kann auch mal gucken, ob ich hier das eine oder andere vom Trailer mitnehmen kann, um es hinterher noch zu verkaufen. Handwerksfähigkeiten ist immer gut. Ich glaube, da war jetzt nicht so viel. Ein Hase. Ich habe einen Hasen erschreckt. Naja, meine Chance kommt noch. Das ist die neue Schmiede. Wie ihr seht, sieht die ein bisschen anders aus. Und auch die Handwerker- oder Werkbank in dem Sinne. Finde ich, sieht gut aus. Haben sich echt Mühe gegeben. Hat was. Da war nix. Hier auch nicht. Auch die Verkaufsautomaten haben sie auch nochmal erneuert. Haben auch was für sich. So, habe ich hier Glück? Naja. Haben oder nicht haben? Was zu futtern. Perfekt. Was ich auch niedlich finde, sind hier diese neuen Bilderchens. Da haben sie sich echt Mühe gegeben, da mal so ein bisschen was an Flair reinzubringen. Ist hier noch irgendwas Verstecktes? Nee. Dixie-Klos gibt es hier noch, aber die haben leider keine Bewandtnis. Die sehen einfach nur schick aus. Den kann ich noch mitnehmen. Und das war's dann hier auch schon. Dann sollte ich einfach mal zusehen, dass ich mein Zeug ja auch verkauft kriege. Damit ich wieder handlungsfähig bin. Ich glaube, den kann ich noch looten, ja. Naja. Ist jetzt nicht so pralle, muss ich sagen. Das sind übrigens die neuen Automaten. Hier kann man sich halt Getränke und was zu essen kaufen. Wie ihr seht, haben jetzt die... Ja, ich nenne es mal Kaugummi-Packung oder diese Effekt-Packung... Da haben sich die Preise leicht erhöht. Also man könnte fast denken, die Inflation hat 7 Days to Die getroffen. Also auch die haben früher mal 100 Tokens gekostet, die kosten jetzt hier 300. Und generell haben sie die Preise angepasst. Also früher war es ja mal so, dass die Automaten die Lebensmittel günstiger waren als hier beim Trader. Das ist leider auch angepasst worden. Leider, leider. Aber so ist das. Man kann nicht alles haben. Hier kann man leider auch nichts mehr looten. Das finde ich recht schade. Aber auch nicht zu ändern. Hast du denn irgendwelche Aufgaben? Boah, voll weit weg. Let's make a pack. Panties Country Daycare. Na, dann nehmen wir das mal. Und ich würde gerne ein paar Sachen verkaufen. Mal gucken, was er mir hier so abnimmt. Das lohnt ja gar nicht. Da habe ich eh noch keine Waffe für. Weg damit, weg damit. Ja. Das wäre es dann auch, ne? Also das kann man
Essen, das kann ich tragen. Das kann ich hier in mein Inventar packen. Beziehungsweise. So, bin ich schon fast gar nicht mehr irgendwie überladen. Gucke ich nochmal beim Kochtopf hat, so rein, prophylaktisch. Kochtopf. 600 und 600. Könnte ich mir sogar kaufen. Gucke ich aber vor. Ah, hier, guck mal. Naja, das war jetzt ja nicht. Voll der Kanove hier. Na gut, lassen wir es erstmal dabei. Dann würde ich sagen, haben wir doch schon mal das eine oder andere erreicht. Und machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Bis dann.